Wir tragen jetzt Kleider aus dem Hochbarock. Hier unter unseren Rücken haben wir noch Poschen an. Früher trugen die Frauen auch Korsetts und solche Reifenröcke, die nannte man Paniere unter ihren Kleidern. Früher hatten die Frauen aber auch noch mehrere Röcke darunter an und jetzt haben wir nur einen. Also man fühlt sich so ein bisschen mehr wie eine Prinzessin, aber ja, es fühlt sich auch ein bisschen voluminös durch diese Poschen an. Dieser Raum hier wurde um 1500 gebaut und hier war früher eine mittelalterliche Burgstube, wo der ganze Hof zusammen gegessen hat und nachts haben hier wahrscheinlich auch Leute geschlafen. Im 17. Jahrhundert wurde dieser Raum zu einer Bibliothek, in der sich 10.000 Bände befanden ungefähr. Das war zu der Zeit sehr viel. In dieser Bibliothek wurden die Bände nach Tierzeichen geordnet und es kamen auch viele Gelehrte aus anderen Ländern in diese Bibliothek. Das hier ist ein sehr alter Schrank, wahrscheinlich einer der ältesten Schränke, die es noch gibt. Und solche Schränke waren früher in die Wand eingebaut, das heißt, sie waren wandfest. Diese Durchgänge wurden immer sehr niedrig gebaut, damit die Wärme aus einem Raum nicht nach draußen kam. Dieser Raum ist sehr hell, da hier viele Fenster eingebaut sind. Früher war Glas aber ein sehr teures Material, weshalb sich häufig nur Könige oder Kirchen Fenster leisten konnten. Also wir sind hier jetzt in der Küche. Früher gab es ja noch so einen riesigen Kamin, der bis nach oben ging mit mehreren Herdstellen. Und sie haben zu der Zeit sehr viel Fleisch gegessen und waren auch sehr dick. Und die Essen hatten bis zu 18 Gänge. Getrunken wurde früher kein Wasser, weil das häufig vergiftet war oder halt nicht gut für die Gesundheit. Deswegen wurde nur leichtes Bier getrunken, weshalb die Fürsten häufig betrunken waren. Wie das bei den Frauen und Kindern aussah, ist nicht klar. Das war das Zimmer von Friedrich III., der im frühen 17. Jahrhundert gelebt hat. Das ist eine der Originaldecken, die es hier im Schloss noch gibt. Früher sah sie jedoch etwas anders aus, auch noch mit Vergoldungen. Und zum Beispiel die Früchte waren noch farbig. Wir befinden uns jetzt hier in der Hofkapelle. Sie ist schon über 400 Jahre alt und so gut erhalten geblieben. Früher ist man auch zweimal pro Tag hier in die Hofkapelle gekommen. Hier oben saß der Adel während des Gebets. In dieser Kammer hier saß der Herzog mit seiner Familie und unten war der Rest des Hofes versammelt. Das hier ist ein alter Toilettenschacht, wo man früher halt auf Toilette ging. Das funktioniert ein bisschen wie ein Plumpsklo, also es fiel einfach an der Mauer entlang in den Burggraben. Wir hatten eine schöne Zeitreise. Wir müssen diese wunderschönen Kleider leider wieder abgeben und reisen wieder zurück ins Jahr 2020. Musik